Jo Leute, was geht ab? Da ist wieder euer Baim und Gabriel LP. Und zwar diesmal wieder gegen den Ares Flimmerkiste in der IDPL. Das habt ihr ganz gut verstanden. Wahrscheinlich überhaupt keiner, aber ist auch gut. Ist auch gut. Schmeckt nämlich auch. So, der Ares, der ist ja ein bisschen ein Bayer. Ein bisschen. Und ja, deswegen werden wir halt auf Bayerisch kommentieren, damit er es auch versteht. Ansonsten kann er mich auch nicht anhören, gell? Alles klar. Gut. Deswegen darf ich mal behaupten, dass wir jetzt erst einmal über unser Team sprechen. Weil der Ares, der hat ja so ein minimal kleines Thema vom Team, dass das ein bisschen flinching tut, gell? Alles klar. Gut. Also, als erstes haben wir wie immer unser Mega Tyranitar dabei, gell? Das ist ein bisschen verzweifelt, deswegen Despota, gell? Und wir haben auf jeden Fall einen Drachentanz dabei und eigentlich komplett unser Standard-Set. So, der Speed ist aber auf jeden Fall dafür, dass wir schneller als Wosner eigentlich, genau. Wenn wir gemegert sind, dann sind wir schneller als Archeops. Und einfach nur, falls das mitnimmt, die klappt zwar nicht, aber es war trotzdem ein gutes Suizidlied, gell? Alles klar. Gut, dann geht's weiter mit unserem Flygon. Nämlich, wenn das Ding bei plus 1 ist, dann macht das kaputt, gell? Dann macht das kaputt. Wir haben ein Yachiberry, falls ein Chirachiberry Eispanschatz. Okay, gut. Dann geht's weiter mit unserem Benzomod. Das Ding ist, ja, haben wir einfach als Prinzip dabei. Und außerdem sind wir bei plus 1 schneller als das gesamte Team. Außer natürlich Scarf irgendwas schneller als 90, gell? Und dann haben wir da auch einen kleinen Vorteil. Das gleiche mit unserem Manaphy. Wir sind Sub-Selec. Ist alles okay, gut. Damit wir schneller auf plus 1 kommen, ausbieten wir das gesamte Team. Ist zwar ein bisschen schwierig mit seinem Fake-Out, aber ist auch gut. Ist auch gut. So, am Schluss kommt noch ein Soldweiß Draco. Mit extra Sensory und auch das wäre Voltwechsel in Power krass. Damit treffen wir sein gesamtes Team mit mindestens neutralen Damage, aber einen größten Teil auch mit sehr effektivem Damage, bei dem es wirklich was ausmacht. Extra Sensory für Nidoqueen, HP Grass für Morlord und der Autosphäre eigentlich bloß für den Dingsenbumsens, dass es ein Dingsenbumsen, gell? Genau, für sein Mega Low Honey. Weil das Ding so low ist. Und am Schluss haben wir noch für sein Mega Low Honey da ein Protect Toxic Tapu Bulu mit Hornleech und Superpower, damit wir uns ein bisschen recovern können und dann auch noch ein bisschen Aua gegen das Mega Low Honey machen. Genau. So, wir haben kein Item doppelt dabei, dann ist alles gut. Ohne Timer, mag nicht disconnecten wegen meinem miesen Internet. Ist alles klar. So. Der Ares, der überlegt immer gerne ein bisschen, gell? Haben wir schon alles mitgekriegt, gell? Und ich weiß nicht, ich challenge ihn mal im Audio. Ist mir wurscht. Rush Nacho muss ich haben. Rush Nacho, okay, da muss man noch Rush Nacho machen. Rush Nacho, oh, da müssen wir da ein bisschen was umdingseln. Eieieiei, da müssen wir da ein bisschen umdingseln. So, dann machen wir gleich den da. Das ist natürlich perfekt mit dem. Moment einmal. Dann machen wir lieber ein bisschen anders da. Machen wir lieber ein bisschen anders da. 120. Dann tun wir halt die blöde Dings da weg. Da schauen wir mal. So, tun wir erst einmal den da mal. Und dann tun wir da ein bisschen AP. Dann machen wir doch keine Aurasphäre, sondern was machen wir da dann? Was gehen wir? Ich würde jetzt eigentlich gerne Donnerwelle machen. Aber machen wir mal Donnerblitz. So, dann ist auch alles okay von der Reichweite. So, gut. Dann challenge wir mal. Ich glaube im Anything Goes weggespielt. Und das ist das letzte Team, was wir gemacht haben. Alles klar, gut. Dann haben wir auf jeden Fall auch gechallenged. Ich weiß nicht, wie laut die Musik ist. Vielleicht ein bisschen kleiner. So, gut. Und dann darf ich einmal gleich sagen, dass wir auf jeden Fall dann hoffentlich einen Vorteil gegen einen Ares haben. So, gut, der Ares nimmt natürlich, oh, hat natürlich sein Flint-Scheiß dabei, oh, ist das schön. Dann hat er sein Fiado dabei, was mir eigentlich relativ wurscht ist. Sein Nidoqueen hat er nicht dabei, das heißt, das Venomoth gewinnt auf jeden Fall. Außer er hat sein Dings noch bei maximale KP, was eh nicht klappt, aber ist auch gut. So, gut, mit was fangen wir noch an?
So. Ja, auf jeden Fall ein Rapid-Spunner dabei. Was ich mir schon überlegt habe, ist, dass wir Miss Magius mitnehmen. Weil die Suppen dann besser schmeckt, aber es ist alles okay. So. Ich weiß nicht, mit was ich anfangen will. Ich kann mir so einiges vorstellen. Aber ich glaube, ich entscheide mich erst einmal für unser Raikou. Einfach, dass wir Volt wechseln können gegen allem, was er da hat. Und ich will einfach bloß nicht, dass er mit seinem Raichu drin ist. Das ist eigentlich alles. Eigentlich ist das alles. Gut, Fun Half Hex. Alles klar. Gut. So, er fängt mit seinem Togekiss an. Das ist mir eigentlich ziemlich recht. Ich konnte nämlich direkt meinen Volt wechseln. Drucker, er hat nämlich nicht wirklich was gegen unser gutes Raikou. Ich schätze mal, er hat Autosphäre. Einfach aus dem Grund, dass er das jetzt so gegen unseren relativ offensichtlichen Titalit da reingebracht hat. Das Gute ist, wir können die Pressure aufrechterhalten und auch wenn wir nicht in unser Mega Tyranitar gingen. Okay, er geht in seine Serena. Das ist eigentlich okay, also. Weil wir jetzt in unser Venomovski können. Und. Ich bin blöd. XD. Wir haben Bugbites. Wir kommen nicht über das Raichu drüber. Oh Mann, wir haben Bugbite. Ist es schön. Ja, ist es schön. Es ist einfach toll. Das gute Bugbite Venomoth. Wer kennt's nicht, ne? Wer kennt's nicht? Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal in unser Mega-Tyranitar wieder zurück. Scheiße, ist das gut. Vor allem, weil sei Jirachi jetzt eine gute Chance hat, dass uns sweepen kann. Weil wir mit unserem Venomoth überhaupt nichts machen können. Wir spielen effektiv jetzt gerade mit 3 Moves. Oh mein, ist das gut. Ist ja super. Super ist das. Super. So, ich glaube mal, dass er entweder für einen Ruheort geht oder für einen. Für einen Brave Bird eigentlich nicht. Na, ich glaube, dass er für einen Ruheort geht oder direkt wechselt. Ich glaube, Yutan ist nicht so wirklich sein Ding, weil wir eben jederzeit gekantet in irgendwas anderes. Er geht tatsächlich für einen U-Turn, das ist auch gut, das ist trotzdem okay. Und wahrscheinlich ist jetzt sein Lopunny sein bester Wechsel. So, wir kanterten natürlich auch jetzt in unser Venomoth wieder gehen, aber Venomoth ist trotzdem noch gut. Vor allem, weil wir auch notfalls das Jirachi ein bisschen einschläfern können. Er geht tatsächlich in sein Togekiss, das ist auf jeden Fall interessant. Ja gut, von mir raus ist mir eigentlich relativ, wir setzen unsere Tarnsteine auf und dann ist eigentlich alles gut. Wir sind sogar schneller. Das ist schon ein bisschen interessant, ist das. Und jetzt kriegen wir auf jeden Fall mit unserer Steinkante einen Kill. Wir können natürlich auch direkt in unser Venomoth gehen wieder. Weil unser Venomoth weniger was bringt als unser Tita. Mir eventuell nur mehr den Sand brauchen können. Gut, gehen wir in unser Venomoth. Das ist, glaube ich, gut so. Oder? Er wird vielleicht da auswechseln. Von dem her. Steinkante ist eigentlich unser sicherster Zug. Und wir verfehlen natürlich. Das ist auch gut so. Das ist super. So. Dann hat das schon mal gut angefangen. Und ich kann eigentlich wieder in unser Raikou gehen und wieder mal ein bisschen Volt wechseln. Weil wenn der drin bleibt, dann können wir in unser Venomoth gehen. Wenn nicht, dann ist auch gut. So. Wir hätten auch
direkt in unser Venomoth gehen können, aber dann ist der Switch eigentlich in sein Jirachi wieder ein bisschen offensichtlich. Das Gute ist auf jeden Fall, dass er mit seinem Togekiss langsam ist und dadurch so ziemlich von allem von unsere Pokémon ausgenockt werden kann. Ich gehe auf jeden Fall in unser Venomoth, das ist unser expendablestes Member von unserem gesamten Team. Und ich gehe definitiv zuerst einmal für einen Sleepowder. Einfach falls er in seine Arena geht, was das Mannes eigentlich das Venomoth aushalten kann, dann ist das gut. Dann ist das definitiv okay so. Ansonsten sind wir eigentlich im Vorteil, vor allem wenn er in sein Jirachi geht. Er lässt sein Togekiss da einmal einschlafen. Ich glaube nicht, dass er irgendwas riskiert. Ich glaube, dass er in sein Jirachi gehen wird. Von dem her gehe ich mal direkt in unser Raikou und werde dann direkt einmal für nur mehr einen Voltwechsel gehen. Obwohl. Ja, doch, unser Raikou ist unser bester Zug. Also auf jeden Fall immer noch toll, dass wir Bugbite Venomoths sind. Ansonsten kann er die jetzt raufsetzen und einfach durchgehen. Wie ein Messer durch Butter, aber das können wir nicht. Ich weiß nicht, ob Sludge Bomb oder der Wechsel besser ist. Einsteils werde ich gern drin bleiben. Andernteils. Na, ich gehe einfach mal für Sludge Bomb. Gut. Er wacht auf. Geht für einen Luftschnitt. Wir sind kaputt. Aber ist auch gut. Ist auch gut, weil jetzt ist sein Togekiss geschwächt. Wir kriegen einen Kill mit unserem Venomoth. Und dann ist auch wieder alles souverän gut. So, dann ist das schon mal kaputt. Wir kriegen ein bisschen Überreste noch ein bisschen dazu. So. Und das erste, was wir machen werden, ist, wenn wir in unser Tapu-Bulu gehen können, ist auf jeden Fall Toxindrucker. Das ist definitiv das Beste. So, außerdem ist das auch wichtig für uns. Er hätte auch theoretisch sein Talonflame die ganze Zeit säcken können. Weiß ich nicht, warum er das nicht gemacht hat. Er geht in sein Schlappohr. Das ist gut so. Jetzt können wir in unser Tapu-Bulu gehen. Meine Freunde. Und er wird auf jeden Fall für den Return gehen. Nein, es ist uns wurscht. Das ist uns wurscht. Weil wir sind ein bisschen tankiger. Er ist wahrscheinlich. Oh, er geht sogar für ein Fake-Out. Oh, schau mal, wie lecker das ist. Uiuiui, schau mal. Das ist gut. Ah, super tut das. Und er kann uns überhaupt nichts anhaben. Deswegen können wir jetzt in unser Venomoth doublen und. Obwohl ich sogar jetzt für ein Toxin gekommen. Und ich glaube, das werde ich sogar. Ich glaube, das ist unser bester Zug. Und vor allem, wir können sei Mega Low Pony da auf jeden Fall auch deutlich runterbringen. So, er geht in seine Arena, wie eigentlich schon predicted gut von uns. So, monstrous predicted haben wir ja schon lange nicht mehr. So, er geht wahrscheinlich für einen Spinner. Ja. Und wir können eigentlich. So, er hat danach sein gutes Talentflame wieder. Das ist ein Problem. Obwohl. Wir könnten eigentlich auch in unser Manaphy gehen. Aber unser Manaphy. Da die gerne pointen für das Jirachi. Deswegen gehen wir in unser Venomoth. Ich glaube, das ist am besten. Er geht nur mal für einen Rapid Spin. Alles okay. Und wir gehen straight up für Sludge Bomb. Versuche das Serena auszunocken. Und wenn er in sein Jirachi geht, dann haben wir auf jeden Fall auch noch Switch-Ins dagegen. Von dem her ist alles gut so. Alles gut bis jetzt. Alles gut. Normalerweise da die jetzt halt für einen Bugbus gehen, aber funktioniert ja nicht so gut. So.
Gut, außerdem ist unser Grassy Terrain jetzt weg. Das heißt, wenn er in sein kurz Schlappohr wieder zurückgeht, dann können wir ohne große Probleme wieder in unser Tapu Bulu gehen. Und wir können jetzt im Moment eigentlich auch ohne große Probleme unsere Superpower spammen. Mit unserem Tapu Bulu. Einzige Problem, was ich habe, ist, sein Hexerus macht mir Angst. Das macht mir. Das treibt mir minimal einen bösen Schauer an den Rücken runter. Da ist er schon. Mei, oh mei, oh mei. Ah, jetzt können wir jetzt schlafputtern. Während er Drachen tanzt. Wir schlafen ein. Er hat eine Lumberi. Ist auch gut so. Ist okay noch. Aber wir haben nichts mehr. Wir haben absolut nichts dagegen. So, wir müssen hoffen, dass unser Manaphy Outrage überlebt. Und das ist effektiv alles, was wir machen können. Er geht für einen EQ. Wir müssen unser Manaphy gehen und ging er sofort für einen. Icebeam. Wenn wir nämlich einen Outrage überleben, dann sind wir in Salakberry Range. Und ich glaube, Hexorus ist nicht so stark wie ein Dodge-Jump. Glaube ich nicht. Wenn er sich in Outrage lockt, dann sind wir natürlich mit unserem Tapu Bulu auch schon wieder da. Und er hat sein Lumberry verkackt, von dem her countert er da ab. Probleme kriegen, minimal. Der geht für Outrage. Yup. Oh, er hat einen Nerv. Oh ja, der hat einen Nerv, ich sag's euch, der hat einen Nerv. Ja gut, wir müssen unser Manaphy da sacken. Er ist confused. Er hat EQ, Outrage. Ja gut, ich glaube wir haben relativ einfach da, was unsere Win Condition ist. Wir müssen drin bleiben und jetzt da unseren DD aufsetzen. Hoffen, dass er sich selber trifft. Das ist effektiv gerade unsere Win Condition. Man kann dann natürlich auch in unser Tapu Bulu gehen. Eigentlich war es am besten gewesen, wenn er 3-Turn Outrage gehabt hätte, weil dann hätten wir einfach Superpowern können. War das gut gewesen, aber dadurch, dass er jetzt halt verwirrt ist, ist es okay. Ich glaube, er weiß das auch. Das selbeste Zug eigentlich war jetzt direkt in Lopunny zum Wechseln und dann ein bisschen Howdy Halligalli zu machen. Aber er kann es jetzt auch natürlich riskieren mit seinem Confused und uns da so zum Greifen. Sobald er durchbricht, ist eigentlich GG für uns. Weil wir dann keine Chance mehr haben, durchzubrechen. Er versucht. Oh, das ist gefährlich für ihn. Das ist gefährlich für ihn, weil jetzt ist es bestenfalls für ihn als Speedteil. Und er stirbt. Ja. Er kann natürlich auch gern da jetzt für eine Attacke gehen. Das ist mir eigentlich relativ. Ja. Weil er uns eine 3 Care Onko. Er kann zwar gern Quick Attack haben. Kann er gut und gern haben, wirklich. Aber ich glaube, wir knocken er mit plus 1 aus. Mit plus 1 Outrage. Plus 1 EQ. Und dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Und wenn er in sein Talent Flame geht, dann haben wir auch, dann sind wir natürlich auch schneller und können für Dragon Claw gehen. Er ist, puh. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt auf Hornleech gehen. Das heißt, das ist unser bester Zug, jetzt auf Hornleech zu gehen direkt. Und irgendwas auszumocken. Ich glaube nämlich nicht, dass das Talent Flame das überleben könnte. Und Tapu Bulu ist immer ein guter Switch gegen Lopunny Mega. Er geht für Donnerwelle. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Dammit.
Okay, das ist gut. So, und er muss jetzt hoffen, dass er mit seinem Hexerus unter Tapubulu, also dass wir geparrot werden und er mit seinem Hexerus da aufsetzen kann. Okay. Talonflame. Auf dir geht definitiv für eine Superpower. Er geht für einen Supersonic Sky Strike, knockt uns aus. Vollkommen okay. Vollkommen okay von unserer Seite. Wir haben hier auf jeden Fall dafür einen Thunderbolt gekinnt und er kann uns normalerweise nicht ausknocken, weil er nicht beendet ist. Yep. GG. Nee. Und das kann ich auf jeden Fall mit dem T-Bot ausknocken. Ja. So, dann ist das alles gut. Dann ist das alles gut. Scarf Raikou. Haben wir gar nicht braucht. Wir haben gar keinen Choice Scarf verbraucht. Aber das Unnerv auf seinem Hexerus, das war schon ein bisschen nervenaufreibend mit unserem Manaphy. Das war schon ein bisschen tricky. Weiter jetzt auf Tackle gegangen, dann war das ein bisschen Hundling geworden, gell? Da. So, alles klar, dann war's das mit dem Match. Und ich sage so, jetzt der zweite D-Dance. Wieso soll ich zweimal D-Dancen? Das war ein Schmarrn gewesen. Gut, auf dem Raichu war das zwar okay gewesen, weil wir unser Yachiberry haben, aber dann Fake Out zu mich und dann bin ich auch wieder weg. Aber ist auch gut. So, gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.